Endlich wieder Fußball und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Norderstedt gegen Altona 93. 3 Monate pausierte der Spielbetrieb im Edmund-Plambeck-Stadion und was kann es für einen schöneren Auftakt geben als diesen hier? Die beiden wohl besten Amateurvereine Hamburgs im direkten Duell. Altona auf Tabellenplatz 18 muss dringend punkten, um den Anschluss zu halten. Spielt sehr defensiv, Norderstedt in den rot-weißen Trikots von Beginn an dominant. Die Elf von Dirk Heine hatte zuletzt gegen den Spitzenreiter HSV mit 5:1 verloren. Heute soll Besserung her. Linus Meier mit dem ersten Versuch. Die Hausherren seit November ohne Sieg in der Regionalliga. Da hilft Offensivpower wie hier. Wieder Linus Meier, der 26-Jährige, der mit Abstand auffälligste Akteur in der ersten Hälfte. Kein Treffer, trotz hervorragenden Chancen. Das wurmt ihn. Diesmal will er es besser machen. Und das macht er! Doch die Freude währt nicht lange. Schiedsrichter Ulthafer will eine Abseitsstellung gesehen haben. Auch in der Wiederholung ist die nicht klar zu erkennen. Die brennen da offensiv ein Feuerwerk ab, die Norderstedter. Die? Ja, denn es gibt nicht nur Linus Meier, sondern auch Jan Lüneburg. Langsam wird's bitter. Trotz bester Chancen kein Treffer in Halbzeit 1. Die ist aber noch nicht zu Ende. Eine Szene haben wir noch. Niklas Siebert mit dem Foul an Jordan Brown. Und das hat ein Nachspiel. Der Deutsch-Jamaikaner möchte ein klares Wörtchen mit Altonas Verteidiger sprechen. Und der nimmt die Vorlage dankend an. Die Aktion direkt vor den Augen von Schiedsrichter Ulthafer, der Unterstützung von seinem Assistenten bekommt. Nach kurzer Beratung ist die Entscheidung gefällt. Siebert wird verwarnt und Jordan Brown nach 40 Minuten unter die Dusche geschickt. Dabei war die Aktion gar nicht so klar, wie es zuerst aussah. Brown geht auf Siebert zu, berührt ihn auf Brusthöhe. Siebert interpretiert das als Angriff auf seinen Hals und geht zu Boden. Die Entscheidung strittig, Norderstedt geht mit 10 Mann in die Kabine. Halbzeit 2 und das Bild bleibt zunächst gleich. Norderstedt drängt auf den Treffer, zeigt aber altbekannte Schwächen im Abschluss. Bei Altona hängt alles auf den Schultern von ihm hier. Nick Brisewack, der wichtigste Spieler der Kriegsstraße, bisher ohne Möglichkeit sich zu zeigen, aber vielleicht jetzt. Brisewack und die erste Torannäherung der Gäste. Die pressen jetzt stärker, wollen die Hausherren zu Fehlern zwingen. Wie hier, Missverständnis zwischen Lindener und Drinkgut. Brisewack mit viel Übersicht und der Übersicht für Hosseini. Der Iraner diese Saison von BU gekommen mit dem Ball für Brisewack. Das Spiel kippt merklich. Altona bekommt mehr und mehr Zugriff auf das Spiel. Huxol rettet für die Eintracht. Und weiter 93 im Vorwärtsgang. Die merken, da geht heute was. Hosseini mit dem Auge für Jan Ove Edeling. 1-0. Was ein Zuckerpass. Der Treffer hatte sich angedeutet. Die Gäste aus Altona spielbestimmt. Und jetzt belohnen sie sich. Der Tabellenletzte schnuppert an der Sensation. Edeling, eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, beweist, dass er auch in der Offensive Qualitäten besitzt. Norderstedt muss nun alles nach vorne werfen. Die Elf von Trainer Dirk Heine weit aufgerückt, Altonas Gruber mit dem weiten Ball, die Eintracht überfordert. Die Gelegenheit für Nick Brisewack, 2-0, Altona 93 baut die Führung aus. Ein ganz wichtiger Treffer von Brisewack, der wieder einmal unter Beweis stellt, wie wichtig er fürs Team ist. Sein 4. Saisontreffer gegen den Laufweg von Huxel, ein ganz überlegter. Berkan Algan reagiert, nimmt den Spieler des Spiels vom Platz und der bekommt natürlich extra viel Applaus von den Altona-Rängen. Das Spiel entschieden, Konrad Ulthafer pfeift ab und da fällt ganz viel Ballast ab von Berkan Algan. Die Gäste haben die Überzahl gut ausgenutzt und fahren 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.